Hallo und willkommen bei Jetzt guckt doch mal, dem Format, bei dem ich normalerweise Filme gucke und euch dann sage, ob man die gucken kann, bei dem ich euch heute sage, dass man eine Serie gucken kann. Und dazu noch eine Serie, von der ich nicht gedacht hätte, dass man sie gucken kann. Regisseur John G. Avildsen wurde 1984 vorgeworfen, mit Karate Kid hätte er einfach nur eine Neuauflage von Rocky gedreht. Jetzt halt mit Karate statt Boxen, was einerseits irgendwie stimmt, denn beides sind ja Sportfilme, so irgendwie, und beide enden ja mit dem großen Kampf, den der Held dann bestreiten muss. Nur sind noch genug Unterschiede dabei, also in Rocky beispielsweise gab es ja keine Ersatzvaterfigur. Jetzt, ich meine, dieser Trainer Mickey, vielleicht so ein bisschen, aber irgendwie nicht so richtig. Und es gab auch keinen bösen Gegner. Apollo Creed war zwar einer, der eine große Klappe hatte, aber der kam eigentlich recht sympathisch rüber. Also ich finde schon, dass diese Filme sich genug unterscheiden. Und jedenfalls war das dann ein Überraschungserfolg des Jahres 1984. Ralph Macchio wurde über Nacht zum Teenie-Idol und Superstar. Pat Morita hat tatsächlich eine Oscar-Nominierung bekommen für die Rolle. Und dann gab es einen zweiten Teil, der so lala gewesen ist. Einen dritten Teil, der Hundeelend gewesen ist. Einen vierten Teil, so eine Quasi-Neuauflage mit Hilary Swank, der echt gruselig schlecht gewesen ist. Und man hat Ewigkeiten nichts mehr von irgendwelchen von den Beteiligten gehört. Ja, und dann gibt es vor kurzem diese Neuauflage, damals auf YouTube Red oder YouTube Premium, ich weiß nicht genau, wie es hieß, ich glaube YouTube Red. Ja, wenn man dann Leute angesprochen hat, hast du schon diese neue Serie Cobra Kai gesehen. Ja, wo gibt's sie denn? Auf Netflix? Nein, nein. Ja, auf Amazon Prime? Nein, nein. Ja, wo denn dann? Ja, auf YouTube Red. Hä? So, mittlerweile hat Netflix glücklicherweise die Serie gekauft, das heißt auch eine etwas breitere Masse kann die gucken, weil sich nicht jeder einen YouTube Red Account angelegt hat, nur für diese eine Serie mit 30 Minuten Episoden. Und die erste und zweite Staffel kann man jetzt auf Netflix sehen. Die dritte ist schon angekündigt und die vierte ist wohl gerade in Arbeit. Corona-mäßig bedingt, vielleicht gerade mit einer Auszeit. Ich wollte übrigens im Stile von Johnny Lawrence, wollte ich dieses Crude Beer trinken, aber das gibt es bei mir im Supermarkt nicht. Also ich musste hier auf Corona. Also wenn es da draußen Bierbrauereien gibt, die mich biermäßig mit Bier sponsern wollen, dann liebe Bierhersteller, sponsert mich doch mit Bier und schickt mir ganz viel Bier. Ich darf's trinken. Ich bin volljährig und geschäftsfähig. Und ich kann selbst drüber entscheiden, wann genug ist. Und natürlich würde ich nach diesem Video kein Auto mehr fahren. Also liebe Leute, die ihr hier noch nicht im alkoholfähigen Alter seid, kein Alkohol. Alkohol ist nicht gut für euch. Für mich schon. Wäre ich von Alkohol gesponsert, wäre es noch besser. Es gab mal eine Folge von How I Met Your Mother, wie sie sich drüber unterhalten, dass Johnny Lawrence ja der wahre Karate Kid ist und Daniel LaRusso ist eigentlich der Bösewicht. Und dann gab es noch ein paar Internet-Blogs und Verschwörungstheorien und diverse YouTube-Videos zu dem Thema und ja, das war ganz amüsant. Und plötzlich kommt da diese Serie Cobra Kai und Johnny Lawrence, gespielt von William Zabka, genau wie 1984 in dem ersten Film, ist plötzlich die Hauptfigur dieses Geschehens und die Geschichte wird aus seiner Perspektive erzählt. Und das ist was, das hätte fürchterlich schief gehen können. Also ich habe die Neuauflage von Robocop geguckt und fand die gruselig. Ich habe die Neuauflage von Total Recall geguckt und fand die gruselig. Ich habe die Kinoversion von Michael Mann von Miami Vice gesehen und fand die einfach nur gruselig. Und dann kommt jetzt wieder eine Neuauflage von einem beliebten 80er-Jahre-Stoff und ich habe mir gedacht, boah, das wird jetzt wieder so ein Griff ins Klo. Nein! Überhaupt nicht. Wobei es verschiedene Faktoren gibt, die zum Erfolg der Serie beitragen. Der eine ist natürlich der Nostalgiefaktor. Will sagen, wir, die wir in den 80ern groß geworden sind, erinnern uns an die Filme, mit denen wir groß geworden sind. Und die vielleicht später groß geworden sind, bekamen aber von ihren älteren Geschwistern oder Onkels oder Tanten oder Eltern eben das Zeug gezeigt, mit dem die groß geworden sind. Also daran appelliert diese Serie und die Anspielungen, die funktionieren. Beispielsweise fragt in einer Szene ein Schüler seinen Sensei Johnny Lawrence, gibt es irgendeine bestimmte Art und Weise, wie ich hier die Fenster putzen soll? Und dann sagt er, nö, ist mir scheißegal. Was natürlich eine Anspielung ist auf Auftragen, Polieren. Zum Zweiten ist da aber noch, oder ist auch noch, die Eigenständigkeit. Will sagen, die Serie funktioniert auch, wenn man die Original-Karate... Yes, es. Die Serie funktioniert auch, wenn man die Original-Karate-Kid-Filme nicht gesehen hat. Also natürlich ist es besser, wenn man die gesehen hat, oder zumindest den ersten Teil gesehen hat, damit man weiß, wer Daniel LaRusso ist und wer Johnny Lawrence ist. Aber auch wenn man das nicht weiß und quasi frisch in diese Serie reingeschmissen wird, dann ist das Ganze doch packend genug erzählt und gut genug erzählt, dass man sich wirklich auch für diese Serie begeistern kann, wenn man das Original nicht kennt. Was unter anderem ein Verdienst davon ist, wie die Figuren in den Drehbüchern geschrieben sind. Denn die sind alle beileibe nicht perfekt. Und das sind jetzt keine Figuren, von denen ich sagen würde, dass
dient jetzt als Vorbild und solchen muss man unbedingt nacheifern. Nein, das sind ganz echte Menschen aus dem Leben mit Problemen, mit Sorgen und Nöten, die nicht immer alles richtig machen, teilweise gute Absichten haben, wo dann aber ein schlechtes Ergebnis bei rauskommt. Aber alles in allem ist jede einzelne der Figuren und wirklich auch die kleinsten, vermeintlich unwichtigsten Nebenfiguren in dieser Serie sind menschlich und gut und interessant geschrieben. Was wiederum ein Verdienst auch der Schauspieler ist. Hallo du Maus, kommst du mit dazu? Was unter anderem auch ein Verdienst der Schauspieler ist, die diesen Figuren Leben einhauchen. Also natürlich weiß man ja, wenn man das Original gesehen hat, wer Daniel LaRusso ist und wer Johnny Lawrence ist. Bei den anderen Figuren habe aber auch ich bei Null angefangen, weil ich mit denen überhaupt nichts anfangen konnte, denn die gab es ja vorher nicht. Also die dritte Hauptfigur im Bunde ist der Schüler Miguel Diaz. Der lebt zufällig schräg gegenüber von Johnny Lawrence, der ziemlich unten ist, also eigentlich so weit unten, wie man nur sein kann. Ja, nimmt mehr Bier als normale Lebensmittel zu sich, wurde gerade von seinem Job gefeuert und muss jetzt irgendwie über Wasser halten. Da kommt dann sein Stiefvater, knallt ihm einen Scheck hin und sagt, damit kaufe ich mich jetzt von dir frei. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Und von diesem Scheck, den löst Johnny Lawrence dann ein und macht sein eigenes Dojo auf. Und sein erster Schüler ist sein Nachbar Miguel. Naja, und er findet zufällig raus, dass Johnny Lawrence es in Sachen Karate drauf hat. Und dann will er alles von ihm lernen, weil er in der Schule immer verprügelt wird. Und jetzt will er die Verprügler verprügeln. Und dann gibt's noch Sam, das ist die Tochter von Daniel LaRusso. Die hätte mal seine Schülerin sein sollen, hatte dann aber irgendwie Bock auf anderes und dann hat jetzt mit Karate nicht mehr viel am Hut. Und Johnny Lawrence, jetzt klingt es wie bei GZSZ, Johnny Lawrence hat noch einen Sohn, mit dem aber nichts mehr zu tun hat und auch der Sohn will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Der fängt bei LaRussos im Autoladen an und findet dann raus, dass sein Chef, nämlich Daniel LaRusso, es in Sachen Karate drauf hat. Und dann, um seinem eigenen Vater eins auszuwischen, trainiert er dann bei, also, es klingt komplizierter als es ist. Ja, Ralph Macchio, guter Schauspieler, bla 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 bla. Übrigens auch außerhalb von Karate Kid ist es einer, der wirklich gute Leistung abgeliefert hat. Mein Cousin Vinny, da hat er so einen italienischen Halbmafiosi gespielt. Oder The Outsiders oder, wie hieß der von Walter Hill? Gitarrenspielen, Crossroads. So eine Art Roadmovie, Schrägstrich, Bluesfilm. Also auch außerhalb von den Karate Kid Filmen hat Ralph Macchio gezeigt, dass er als Schauspieler drauf hat. Wer echt so hinten runtergefallen ist die letzten 25 Jahre, das war William Zabka, also die Johnny Lawrence. Der Johnny Lawrence Darsteller, der hier aber wirklich eine sehr ordentliche Leistung abliefert. Wie gesagt, kein fehlerfreier Mensch, ganz und gar nicht. Aber das gerade macht ihn für mich so greifbar und ist einer der Gründe, warum diese Serie für mich funktioniert. Das ist einer, mit dem man sich identifizieren kann, denn jeder von uns ist schon mal auf die Schnauze gefallen. Und was ich echt nicht gedacht hätte, was für mich auch sehr gut funktioniert, das sind diese Teenager-Handlungsstränge. Also es gibt diese zwei großen Erzählstränge. Das eine ist die Rivalität zwischen Daniel und Johnny und das andere ist eben so das Alltagsleben, mit dem sich die Teenager in der Schule rumschlagen müssen. Und ich war als Teenager nie ein großartiger Fan von so Teenager-Drama. Also sowas wie Beverly Hills 90210. Ja, ich wusste, dass das existiert und ich hab's geguckt, wenn es mal lief und wenn nichts anderes im Fernsehen kam, aber ich war jetzt nie so ein riesen Fan davon. Und ich habe gedacht, als Erwachsener wäre ich erst recht kein Fan davon. Das ist aber alles so gut geschrieben und es erinnert mich daran, ja, Schule kann ziemlich ätzend sein und ja, Pubertät kann ziemlich ätzend sein und ja, wenn andere einem was in die Fresse hauen, dann kann das auch ziemlich ätzend sein und auch das ist, jetzt wiederhole ich mich, auch das ist wirklich alles sehr gut geschrieben und allen voran der Miguel Diaz Darsteller und die Sam LaRusso Darstellerin, die machen das wirklich gut und auch diese ganzen Nebenfiguren, also Hawk und Aisha, die jetzt leider in der dritten Staffel nicht mehr vorkommen wird, so wie ich gehört habe, die machen das und spielen das auch alle sehr gut. Mit einer Ausnahme, der Typ, der den Sohn von Johnny Lawrence spielt, der Blonde mit den langen Haaren, bei dem der eine Mundwinkel immer so nach oben geht, wenn er lächeln will. Das finde ich ein bisschen komisch, wenn einer immer so aussieht wie Jörg Pilawa auf der Flucht oder als wäre er irgendwie schräg irgendwo mit dem Gesicht eingeschlafen und dann langsam runtergerutscht und dann ist es festgewachsen. Auch schauspielerisch finde ich den jetzt nicht so Bombe. Der Rest der Darstellerriege aber schon. Also auch die kleinsten Nebenfiguren, die Ehefrau von Daniel LaRusso spielt. Top. Der den Cousin von Daniel LaRusso spielt. Top. Dann gibt es noch einen Gastauftritt von der Filmmutter aus Karate Kid von Daniel LaRusso, die in ein paar Folgen auch dabei ist. Und natürlich die normalen Zutaten, die zu so einem Sport Komödien-Drama eben dazugehören, wie es gibt den großen Wettkampf und dann muss auf den Wettkampf hintrainiert werden und dann gibt es aber ein, zwei Stolpersteine und die muss man dann überwinden und dann werden die überwunden und dann denkt man, ach, die haben es geschafft und jetzt werden sie den Wettkampf gewinnen und über allem wabert aber trotzdem die schon erwähnte Nostalgie. Es werden 80er-Jahre-Lieder ausgepackt, es werden irgendwelche Popkultur-Referenzen mit reingebracht.
Alles in allem gibt es kaum etwas, was ich an dieser Serie auszusetzen habe, was wieder einmal zeigt, nicht jedes Remake muss schlecht sein oder jedes Reboot oder jede Fortsetzung oder jede Neuauflage muss schlecht sein, wie zum Beispiel Robocop oder Total Recall. Es gab ja auch beispielsweise die letzten 4 Transformers-Filme, also den ersten fand ich noch gut, den zweiten fand ich so lala, alle danach fand ich entsetzlich. Und siehe da, da kommt ein Regisseur, dem aber der Stoff am Herzen liegt und der nicht Michael Bay heißt und der sagt, ich mache einen Solo-Film mit Bumblebee und ich nehme ein Drehbuch, wo Herz drin steckt und wo glaubwürdige Figuren drin stecken und siehe da, Bumblebee wird ein guter Film. Und auch hier nehme ich eine Neuauflage, wo ich mir Mühe bei dem Drehbuch gebe, auch die 3 Jungs, die diese Serie erschaffen haben, ich schätze, die sind auch so 80er-Jahre-Kinder wie ich, auch denen merkt man an, die lieben das Ausgangsmaterial und die machen das jetzt nicht, um Kohle zu machen, sondern weil ihnen dieser Stoff am Herzen liegt und weil ihnen die Figuren am Herzen liegen. Ja, und Wunder, oh Wunder, wenn das Drehbuch gut geschrieben ist und man sich dann noch gute Schauspieler holt und man sich noch gute Regisseure dafür holt, dann kann es tatsächlich passieren, dass eine gute Serie daraus wird. Ja Mensch, wer hätte das denn gedacht? Ach ja, und in der 2. Staffel kommt sogar Kreese zurück, der böse Sensei-Meister, der... ich will, dass du wieder auf sein Bein gehst, der aus dem ersten Cut ist. Ist auch. Ihr werdet sehen, ihr müsst es sehen, ihr sollt es sehen. Also guckt Cobra Kai. Auf jeden Fall. Wenn ihr Netflix-Account habt, dann los, gucken. Wenn ihr keinen Netflix-Account habt, Netflix-Account anlegen und gucken. Also wirklich ist Cobra Kai von A bis Z gut gemacht und professionell gemacht und auch mit Liebe gemacht. Und jetzt nicht im Liebe im Sinne von nur Fanservice, sondern wirklich, man merkt, dass den Macher selbst das Ganze irgendwie am Herzen liegt. Und ich finde halt, dass dieser Spagat gut geschafft wird. Also zum einen ist die Serie was für Leute aus meiner Generation, die das Original noch kennen und Cobra Kai deswegen gucken wollen, aber auch was für die jüngere 12- bis 18-jährige Zielgruppe, die Cobra Kai halt wegen Miguel und Sam gucken wollen und dieser Teenager-Geschichte, die da stattfindet. Tja, also es gibt es tatsächlich, dass man einen alten Stoff nehmen kann und den neu aufbereiten kann für mehrere Zielgruppen, also für die, die das Original gut fand und für die, die das Original nicht kennt. Und trotzdem haben am Ende haben dann beide was davon. Soll vorkommen. Habt ihr Cobra Kai schon gesehen? Wenn ja, wie fandet ihr das? Habt ihr die Original Karate Kid Filme aus den 80ern gesehen? Wenn ja, wie fandet ihr die? Habt ihr schon mein Video zum ersten Karate Kid gesehen? Gibt's hier auf diesem Kanal. Mach ich hier, da. Irgendwo müsste jetzt dieser weiße Balken. Habt ihr schon abonniert? Warum abonniert ihr nicht? Es ist umsonst, es kostet gar nichts. Es kostet 2 Mausklicks. Einmal auf das Abonnieren-Knöpfchen und einmal auf das Glockenknöpfchen. Und dann seht ihr, wenn neue Videos kommen. Und dann ist völlig umsonst. Ihr kriegt nur was dafür. Ihr kriegt grandiose Videos. Von einem grandiosen YouTuber. Bleibt zu Hause, bleibt gesund. Vielen Dank fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal.